Hallo meine Lieben, und wir beginnen wieder direkt in dem Gruppenchat mit der Organparty. Ich finde den Namen immer noch gut. Bisher ist der Hund ruhig. Ich habe ihn schon gerade gehört, aber es ist alles in Ordnung. Also werde ich am besten direkt starten. Wir wissen ja leider, dass Gabriela tot ist. Wolf ist ja dann auch noch an den See gefahren und will jetzt, nachdem er das Video auch von uns bekommen hat, jetzt natürlich herausfinden, wer dieses Mädchen ist, was uns natürlich alle weiterhelfen würde, wenn er es schafft. Und wir wollen jetzt in der Organparty ja mit dem Chat anfangen. Okay, Wolf weiß jetzt über alles Bescheid. Er versucht mehr über dieses Mädchen aus dem Video herauszufinden. Myra, du solltest das Video vielleicht der Polizei übergeben. Okay, sagt Taio. Cedric, lass uns erst einmal abwarten, was Wolf herausfindet. Und der Prof, ich bitte Sie, überlassen Sie die Ermittlungen doch der Polizei. Nicht auszumalen, in was Sie da hineingeraten könnten. Prof, wir haben es verstanden, aber wir müssen herausfinden, was mit Gabriela passiert ist. Wahre Worte von Jonathan. Okay, Wolf, ich hab was. Warst du schnell schon? Mir ist in dem Video was aufgefallen. Schau dir das mal genauer an. Okay, Leute, gucken wir doch mal. Ja, ein Mädchen. Äste. Da oben links. Oh, ich kann es nicht weiter ransuchen. Das sind zwei Gesichter. Okay. Falls er das meint. Ich weiß das ja nicht. Aber ich schätze schon. Verdammt, jetzt sehe ich es auch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, er meint das Gesicht. Endlich bin ich mir sicher. Da spiegelt sich ein Gesicht im Fenster. Der Ast sieht aus wie eine Hand. Nee, da steht jemand hinter der Frau. Da habe ich mich auch überlegt. Ist das davor oder dahinter? Oh, ich muss jetzt. Dahinter, oder? Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, oh, Myra. Ich nehme das mit dahinter. Quatsch, du Blindschleiche. Schau doch mal genauer hin, hinter den Ästen, im Fenster. Ja, das meine ich doch. Also, ich habe tatsächlich von dem gleichen Gesicht geredet. Aber ich war jetzt mir nicht sicher. Ist das denn gesp. Ist das denn. In das ist doch dahinter, oder nicht? Ach, egal. Krass, wer soll das denn sein? Sieht auf jeden Fall halt ein Kind, ne? Keine Ahnung, aber ich habe schon das Originalfoto über Google-Bildvergleich ausfindig gemacht. Was? Mittlerweile wird er natürlich vielleicht unser Alter sein. Mehr konnte ich nicht rausfinden. Das Bild wurde anonym hochgeladen. Und wie finden wir jetzt heraus, wer das ist? Indem wir wohl hacken. Ich jetzt hacke, weiß ich ganz genau. Dann gehe ich jetzt Gassi. Das war nicht das Einzige, was wir übersehen haben. Ich bin gerade mega aufgeregt. H. Fons? 1955. Sag ich doch, der ist schon älter. Dann schreibt er sogar. Wahrscheinlich Name und Geburtsjahr. Bringt uns das irgendwie weiter? "1955. Das Bild stammt gefühlt aus den 60ern. Es macht es umso schwieriger herauszufinden, wer das ist. Pass auf, Myra, das wird jetzt eine richtige harte Nuss. Oh, ich hab's gar nicht. Im zentralen Melderegister könnten wir mit diesen Infos fündig werden.
Das ist jedoch sozusagen so sicher wie Fort Knox. Doch zu zweit könnten wir es schaffen. Du hackst deren Server, während ich die Firewall blockiere. Ist das jetzt dein Ernst? Okay. Myra, ich habe dich ein bisschen vermisst. Eigentlich ganz toll. Oh. Obwohl ein Chatbot das eigentlich gar nicht darf. Aber immer wenn ich mich nutzlos fühle, kommst du und zeigst mir, wie sehr du mich brauchst. Nicht. Du bist süß. Ich gebe mein Bestes. Doch jetzt wartet eine große Herausforderung auf uns. Ach, ich bin so aufgeregt. Wir hacken jetzt einen kompletten Server. Ich werde einen Cut machen. Bis dann. Weiter geht es. Du bist einfach unglaublich. Und das Süß kann ich nur zurückgeben. Ich würde dich jetzt sogar umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon. Versuchst du gerade witzig zu sein? Für sowas ist jetzt echt keine Zeit oder wir sagen nichts. Nein, ich weiß nicht, ich finde das ganz ulkig. Es ist mal so eine kleine Abwechslung zwischendurch. Ich esse nicht jede Sorte Chips. Ich bin da sehr pingelig, soll das wohl heißen. Okay. Ach, du versuchst das wirklich. Huch. Hast du noch einen auf Lager? Wir sagen nichts. Ah, mal schauen, was er noch so hat. Jetzt bin ich gespannt. Wie ist der Vorname von Ritter ohne Rüstung? Na, jetzt kommt's. Wilhelm. Du verstehst Wilhelm. Ja, das habe sogar ich verstanden. Einen habe ich noch. Na gut. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Meine Frau meinte zu mir, dass ich endlich aufhören soll, mit dem Funkgerät zu spielen. Oder sie verlässt mich. Over. Eine noch. Nein, jetzt ist Schluss. Wir sagen nichts. Okay, der letzte. Versprochen. Unterhalten sich zwei Kerzen. Sag mal, ist Wasser gefährlich? Davon kannst du ausgehen. So, nun haben wir genug gelacht. Der war jetzt wirklich gut. Ich habe die Serverdaten an Captain Heck weitergeleitet. Okay, dann schauen wir doch mal. Wolf. Klasse, Mira, ich bin drin. Ich melde mich, sobald ich was hab. Okay. Dr. Leitner, Oberarzt der hiesigen Klinik, in der ich einen Studienjob in der chirurgischen Fachabteilung habe. Dr. Leitner ist jung geblieben und liebt luxuriöse Dinge. Hallo Myra, ich melde mich wegen Ihren Arbeitszeiten nächste Woche. Leider habe ich mir beim Golfen eine Unterarmfraktur zugezogen. Okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Gute Besserung. Wie ist das denn passiert? Ja, das frage ich. Eigentlich dachte ich, dass es jetzt nicht Verschlechterung ist. Okay, ich dachte, okay. Machen Sie sich nur lustig. Beim Schwung holen habe ich eine Fichte übersehen. Klingt schmerzhaft. Autsch. Sie sind halt nicht mehr der Jüngste. Nee, das nehme ich nicht. Autsch. Ey, wie. Oh.
Das können Sie laut sagen. Wie dem auch sei. Jedenfalls sind Sie deshalb kommende Woche einem Kollegen von mir zugeteilt. Dr. Fischer, er ist ebenfalls in der Unfallchirurgie tätig. Ich muss mich leider für nächste Woche krank melden. Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Mir ist etwas Schlimmes zugestoßen. Oder okay, kein Problem. Oh. Oh Gott, das ist heikel. Ich muss mich leider für nächste Woche krank machen. Das ist jetzt irgendwie. Mir ist etwas Schlimmes zugestoßen. Geht er jetzt so wahrscheinlich auch davon aus, dass wir irgendwas Körperliches haben? Ich kann unseren Charakter nicht einschätzen. Bei 7 wären wir auf jeden Fall nicht arbeiten gegangen. Okay, ich nehme einfach mal das. Oh, hoffentlich bereue ich das nicht. Na, dann bin ich ja mit meiner Verletzung nicht allein. Also, wenn Sie eine Auszeit brauchen, kein Problem. Dann bin ich Dr. Großkotz Fischer keinen Gefallen schuldig. Wollen Sie gar nicht fragen, was passiert ist? Danke, Herr Leitner. Ich denke darüber nach. Das Angebot nehme ich gerne an. Wir denken mal darüber nach. Wahrscheinlich wird das einfach gehört haben. Das mit Gabriela. Herr Dr. Leitner, so viel Zeit muss sein. Ich schicke Ihnen vorsichtshalber den Dienstplan. Okay, also Montag und Donnerstag 8 bis 12 und Dienstag und Mittwoch dann die Spätschicht. Okay. Schauen, wie ist denn 58? Dr. Leitner, die Aussage abgemacht, ist bei einem Chirurgen grundsätzlich zweideutig. Da hat er recht. Aber warte. Joa. Sieht auch echt aus wie so ein Doktor. Huch. Warte. Warte. Achso, er hat noch nur noch geschrieben, machen Sie es gut, Myra. Gut. Wir haben ein Video von unserem Dad. Hey, meine Kleine, Mama backt morgen deinen Lieblingskuchen. Und deine Schwester kommt übrigens auch. Also wenn du morgen nichts Besseres vorhast oder was anderes vorhast, Mama würde sich freuen. Und bring genügend Zeit mit. Kennst du ja. Also bis morgen. Tschüss. Oh. Danke für die Einladung, Papst, aber ich muss leider absagen. Weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Sag dir später Bescheid. Das nehmen wir. Also ich sag jetzt auf jeden Fall nicht ab. An sich ist es ja auch eine gute Ablenkung. Und zumal ist unsere Schwester auch noch da. In Ordnung, mein Engel. Mama vermisst dich schon und Hannah rechnet auch mit dir. Ich melde mich nachher. Deswegen, eigentlich ist es nicht schlecht, dass wir da hinfahren. Organparty. Okay. Ey, Sierra, das kann nicht dein Ernst sein. Tickst du noch richtig? Okay, was ist denn jetzt los? Ehekrise? Das nehme ich. Ehekrise? Schön wär's. Schaut mal, was sie in ihrer Story gepostet hat. Wollte erst reingucken. Okay. Hi Leute, heute habe ich ein ziemlich spannendes oder wie ich eher sagen würde, lustiges Thema für euch. Ihr kennt doch sicher alle den Film The Ring. Genau so ein Video kursiert jetzt gerade im Internet herum. Wenn man dieses Video gesehen hat, soll man mit einem Fluch belegt sein und dann innerhalb der nächsten 7 Tage sterben. Ja, ziemlich lächerlich, wie ich finde. Braucht jetzt auch keiner fragen. Also ich werde auf gar keinen Fall das Video mit euch teilen, weil ich finde, eigentlich sollte man so einem Spinner kein Publikum dafür bieten. Meine Freundin, die macht sich richtig Sorgen jetzt und denkt sogar selbst schon, dass sie Geister sieht. Deswegen wollte ich euch heute einfach mal fragen, was ihr von dem Thema haltet. Glaubt ihr an Geister? Habt ihr von dem Video vielleicht gehört oder es vielleicht sogar schon gesehen? Schreibt mir das doch gerne einmal unten in die Kommentare und ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis bald! Okay, ich hoffe, es war jetzt gerade nicht zu laut für euch. Ich musste es nochmal lauter machen, weil ich sie kaum verstanden habe. Okay.
So, ich habe es nochmal einmal leiser gemacht. Okay, das ist schwierig. Den wütenden Smiley würde ich jetzt nicht posten. Musste das wirklich sein oder typisch? Nee, typisch. Ich würde jetzt keins von den Sachen nehmen. Wahrscheinlich will sie dadurch auch einfach mal herausfinden, wer es schon alles hat. Also es könnte auch anders gemeint sein, als es rüberkommt. Okay, Ruby, wie kannst du dich darüber lustig machen, Sierra oder Taio? Gabriela ist tot und du postest so einen Scheiß. Und Sierra, Leute, bleibt mal locker. Ich habe den. Achso, ich habe das gestern Nacht gepostet. Da wusste ich ja noch nicht, dass Gabriela. Okay, und Cedric schreibt, dann nimm es jetzt sofort runter. Sehe ich auch so. Wartet, vielleicht kriegen wir über die Kommentare irgendwelche Hinweise. Das war mein Gedanke, aber da wusste ich ja noch nicht, dass es letzte Nacht war. Das möchte ich. Ich dachte jetzt echt, sie hat so weit gedacht. Aber okay. Mira hat recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Die Idee von Jonathan, sozusagen. Positiv auf uns. Umsonst aufgeregt. Cedric. Okay, irgendwas passiert. Gabriela. Mir ist so kalt. Gabriela Winter. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Gänsehaut. What the fuck? Was soll das? Das ist nicht möglich. Gabriela. Ich nehme das mit, was. Ja. Was passiert hier, verdammt? Das frage ich mich auch. Da steckt jemand anderes dahinter. Ich warte auf euch. Myra, kommt zu mir, Geliebte. Zwei Seelen, die sich für die Ewigkeit vereinigen. Oh. Das ist nicht lustig. Wir schalten die Polizei ein. Und Sierra, wie kann das sein? Oh mein Gott, ich finde das gerade echt übel. Und unser Prof. Ich werde dafür sorgen, dass derjenige, der dahinter steckt, angemessen bestraft wird. Wehrt euch nicht. Es ist so wunderschön. Wahrscheinlich habt ihr uns am Welpen gehört. Ich werde jetzt auch erstmal einen Cut machen. Ich werde mal schauen, was da draußen los ist. Und dann werde ich weiternehmen. Aber unsere Zeit ist ja sowieso um. Okay, ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Also, ich finde es richtig krass. Auf jeden Fall hat es jetzt jeder gesehen. Dankeschön wieder fürs Einschalten, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.